Hallo Welt, hier ist Kanonzeit 3 und 4 mit Let's Play K-Story.4 und Labyrinth. Und oh, da sind erst umgehauen. Und da sind ja dann Gegner in dem Labyrinth, diese Riesenkakerlaken. Die Glück XP erstmal droppen für den Polarstar, was ich sehr toll finde, weil ich mag den Polarstar. Hier sind noch mehr solche tolle Blöcke, die einen zerquetschen, wenn man nicht aufpasst. Wie gesagt, wenn man zerquetscht, ist es ein One-Hit-Kill. Und hier oben geht's weiter. Das wurde kurz überdeckt von der Labyrinth W. Ah! So. Was ist denn los? Dann halt so. Was soll ich sagen? Ach ja, Kakerlaken-Gegner. Das sind die Standardgegner in dem Labyrinth. Es gibt die, die laufen nur durch die Gegend und springen gelegentlich. Und sterben. Recht niedlich. Und hier ist eine Tür. Ach, das ist der Labyrinth-Shop. Okay. Oh, welcher von euch war denn das? Der hier? Hey da! Das ist der Labyrinth-Laden. Aber wir wurden vor kurzer Zeit ausgeraubt, deswegen haben wir nicht mehr. Ja, also wir könnten hier im Grunde den Polarstar und den Feuerball abgeben, um eine Waffe zu bekommen, die Snake, die durch Wände schießen kann. Aber das will ich nicht. Oh, jetzt sind die wieder da. Stopp. So. Und der noch. Oh, Level up. Ah, Level down. Au. Level up. Also wie gesagt, es gibt laufende Gegner, es gibt fliehende Gegner, die schießen können. Und die Schüsse kann man abwehren, mit indem man sie erschießt. Wie quasi alle Schüsse im Spiel, also fast alle. Die Wasser ist gefährlich, weil man Wasser trinken kann. Weil Roboter in der Zukunft sind nicht wasserdicht. Da ist mir ein bisschen viel los dort unten gerade. Springen mal, dass ich euch erschießen kann. Was redet ihr da? Ich hab den Feuerball. So, au. Und das Camp. Mit dem Froschdoktor. Froschdoktor. Speichern. Ja. Ich bin ein Arzt. Quark. Ja, lass mich dich heilen. Boing. Nein, nein, das kostet nichts. Keine Angst. Als Gegenleistung würde ich dich aber um etwas bitten gerne. Es ist eine alte Klinik nicht unweit von hier. Geh mal dorthin und schau, ob noch ein bisschen Medizin da ist. Schlüssel erhalten. Yay. Hallo, Curly. Oh, hey. Dich habe ich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Sowas wie 3 Tage. Du siehst gut aus. Ich weiß. Diese Hexe hat mich heruntergeworfen. Diese Hexe hat dich auch heruntergeworfen, was? Genauso wie ich. Du warst also nicht in der Lage, sie zu besiegen. Ich hab, um ehrlich zu sein, gehofft, dass du es schaffen würdest. Aber du kannst ja nicht offensichtlich. Und ich hab's versucht. Oh, ich hab's versucht. Und schau, wo ich dadurch gelandet bin. Döp. Und alles für nichts. Am Ende konnte ich keines einzige dieser Kinder retten. Es wird eine Weile dauern, bis ich wieder repariert bin. Ja. Den Dialog gibt's übrigens nur im Hack. Ab jetzt sind wir offiziell off the rails. Oh. Wenn ich rangehe, guckst du hoch, wenn ich weggehe, guckst du runter. Wie süß. Hallo Schwester.
Wir sehen, es ist unsere Pflicht, die medizinischen Bedürfnisse aller zu befriedigen, die hier reingehen. Wir wären sehr dankbar, wenn du uns helfen würdest, diesen Standard aufrechtzuerhalten. Bitte hilf uns, indem du Medizin findest. Also die Medizin, die behalte ich für mich. Das kann ich schon mal sagen. Kurz Neustart. So. Weiter geht's. Also ja, König jetzt relativ gut. Ah, das ist immer noch so cool. Das wusste ich gar nicht, dass sie hochguckt, wenn man rangeht. Das mag ich. Und wir gehen. Oh, jetzt sind sie wieder da. Feuerball, rette mich. Feuerball. Der Feuerball ist so cool. Weil der auch viel mehr Schaden macht als der Polarstar. So. Yep. Yep. Yes. Warum die so um die Ecke sprünge? So. Jetzt will ich da hoch. Zur Klinik. Die Klinikschlüssel benutzt. Die Klinik. Bosskampf incoming. Du erhältst das Cure All. Supermedizin, die alles heilt. Alles. Bosskampf. Missiles. Wo kommt er runter? Wo kommt er runter? Wo kommt er runter? Da. Missiles. Missile Spam. Da. Wo kommt er runter? Wo kommt er runter? Da. Feuerball, 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 Feuerball. Ja, es ist kein schwerer Boss wirklich. Au! Er sei nicht mehr von so einem Mist getroffen. Der macht ganz schön Schaden. Und tot geblubbert. Egora. Keine Siegesmusik. Was ist denn das für ein Betrug? Ich sollte wechseln, mein Feuerball ist downlevelt. Ja gut, ich hab's Cure All und... Wie kommt man da hoch? Von hier aus? Yeah. Nö. Hä? Wie auch immer, ab jetzt darf ich nur mal mit dem Doktor sprechen, um geheilt zu werden, weil ich dann das Cure All abgeben würde. Und... Das will ich nicht, weil das brauche ich später noch. Sonst würde ich wieder auf die... Jetzt würde ich aufs Normal End zurückfallen, glaube ich sogar. Oder? Nee. Ich könnte noch das gute Ende holen. Aber ich könnte das Best End, nenne ich es mal, holen mir. So rum. Okay, wir gehen trotzdem kurz im Camp speichern. Weil es kommt demnächst noch ein Boss. Der wird ein bisschen schwerer als das Blubbelding. Oh. Und hoch geht's. Ah, es ist natürlich doof, ich habe keine Raketen. Au. Ist ja voll auf meinen Kopf gesprungen, hey. Das ist... nicht gerade nett. Aber, ah, der Feuerball macht so viel mehr Schaden als der Polarstar. Nämlich genau einen. Punkt Schaden mehr. Aber das reicht mein Tanz teilweise sogar schon aus. So, das wollte ich sagen. Yep. Yes! Oh, das Sprung. Yep, Raketen. EP. Wie kommen wir dort oben hin? Hm. So. Jetzt kommt ein etwas fieser Sprung. Yep. So. Also er ist fies beim ersten Mal, aber wenn man dann kennt, geht's. Yep. Komm ich hier durch? Nö. Wie kommen wir da drüber? Die wollen ja wohl nicht. Man hat zu viel verlangt, dass ich hier nochmal später. Ich kann gar nicht später hier nochmal zurück. Egal. Ah, oh, Monster X. Das kann man sehr an. Vor allem mit so wenig Raketen, wie ich aktuell habe. Polarstar. Warum könnt ihr da durchlaufen und ich nicht? Das ist voll gemein.
Die gute Nachricht, ich habe volles Leben wieder. Zip. Bevor wir uns zum Boss kümmern, will ich erstmal alle Ads, die er hat, töten. Weil die nerven sonst. Zip. Und jetzt haben wir... das war die falsche Waffe. Aktiviert. Und da kommt angerollt. Ja. Yep. Ja. Und ja, wenn man überfahren wird, macht das extrem viel Schaden. Und wir wollen als allererstes diese Blubbel-Dinger zerstören. Das Gute ist, sie nehmen keinen Schaden, wenn ich mesche. Ja. Oder ist da? Und der Boss hat mich bei meinem... Scheiße. Letzten Playthrough ganz schön... Probleme gemacht. Da war der erste Blubbel tot. Yep. Oder ist da blablabla. Nope. Rockets. Yep. Oh, das war knapp. Zip. Immer noch nicht gereicht. Ja, schuh. Habe ich noch Raketen? Ja, ich habe noch Raketen. Das ist gut. Jetzt ist er in der zweiten Phase. Okay. In der zweiten Phase schießen wir dann aufs Auge. Und ich habe wieder keine Raketen. Das Gute ist, der schießt jetzt Raketen. Lenkraketen, um genau zu sein. Die Zeug droppen, wenn ich sie jetzt erschieße. Ja. Was ein bisschen angenehm ist. Weil es verändert, dass ich sterbe. Button Machine! Raketen! Überall Raketen! Hilfe! Fahr doch nicht in die Wand rein! Da ist eine Laserwand! Au! Jetzt bin ich auch noch runtergelevelt. Das ist uncool. Egal. Maschen. Los, gib mir EP. Reicht nicht. Schade. Maschen. Jetzt bin ich reingeschmissen. Stopp! Ich hab's geschafft. Und das war eine Katze. Monster X besiegt. Der Boss macht so einen Stress. Wow. Blomb. Speichern wir erstmal. Ja, ich will speichern. Game saved. Kann ich doch rüber? Verkackt. Hallo, Professor. Oh! Seine Brille ist halb kaputt. Was machst du denn hier? Wirklich? Also hat die Misery auch hierher geschickt? Na, wer denn sonst? Misery kann das Einzige. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Siehst du? Diese Insel schwebt in der Luft. Was du nicht sagst. Durch die Kraft eines gewissen Organismuses. So ist es. Und ich habe vor kurzem seine Position herausgefunden. Dieses Labyrinth. Dieser Organismus, er heißt übrigens Dekor. Lebt irgendwo in diesem Labyrinth. Wenn man ihn zerstören könnte, würde die Insel nicht mehr funktionieren und runterfallen. Jetzt habe ich gerade die Stimme verloren. Der Doktor muss es wirklich eilig haben. Wenn er dich in das Herz dieser Insel schickt, nimm dies mit dir. Take this, it's dangerous to go alone. Den Booster 0.8. Diese kleine Maschine wird es dir helfen zu fliegen. Wenn du den Sprungknopf in der Luft drückst,
kannst du schweben. Benutze den Item-Screen, um es auszurüsten. Warum man es auch immer jemals abrüsten wollte? Puh. Die Minute, als ich runtergefallen bin, dachte ich, es wäre alles vorbei. Und doch hat es mich dazu in der Lage versetzt, dich noch einmal zu treffen. Es scheint so, als wäre mein Glück jetzt hier vorbei.